Herbst im Mummintal, sechstes Kapitel. Der Homsa Toft war noch nie im Mummintal gewesen, aber er verirrte sich nicht. Es war ein sehr weiter Weg und seine Beine waren kurz. Überall gab es tiefe Tümpel und Morast und große Bäume, die vor Alter oder durch das Unwetter umgestürzt waren. Ihre Wurzeln hatten im Fallen die Erde aufgerissen, sie ragten in die Luft und darunter glitzerten schwarze Wasserlöcher. Der Homsa ging um sie herum. Er ging um jedes Sumpfloch herum und um jedes Wasserloch und er verlor nicht ein einziges Mal den Weg. Er war so glücklich, weil er wusste, was er wollte. Der Wald roch gut, noch besser als das Boot des Hemuls. Der Hemul selbst roch nach altem Papier und nach Angsthaben, das wusste der Homsa. Einst hatte der Hemul vor seinem Boot gestanden und seufzend ein Stück der Persenning aufgehoben, bevor er wieder seines Weges ging. Im Augenblick regnete es nicht, doch der Wald war voll Nebel und sehr schön. Dort, wo die Hänge sich ins Mummintal senkten, wurde er dichter. Und nach wurden die Tümpel zu kleinen Rinnsalen, immer mehr, und der Homsa ging zwischen Hunderten von kleinen Bächen und Wasserfällen, die alle den gleichen Weg nahmen wie er selbst. Nun war das Tal ganz nah. Er erkannte die Birken, denn ihre Stämme waren weißer als in anderen Tälern. Alles Helle war lichter und alles Dunkle war schwärzer. Der Homsa Toft ging so leise er es vermochte und sehr langsam. Er lauschte. Jemand hackte Holz im Tal. Das war der Mumienvater. Er hackte Holz für den Winter. Der Homsa ging noch leiser. Seine Pfoten berührten kaum das Moos. Das Flüsschen kam ihm entgegen. Dort waren die Brücke und der Weg. Der Vater hatte zu hacken aufgehört. Nun war nur noch das Brausen des Flusses da, wo sich alle Rinnsale und Bäche gesammelten hatten und weiter ins Meer flossen. »Ich bin angekommen«, dachte Homsa Toft. Er ging über die Brücke und in den Garten, der genau so war, wie er sich es immer erzählt hatte. Er konnte nicht anders sein. Dort standen die entlaubten Bäume im Novembernebel. Doch für einen Augenblick hatten sie wieder ihr Grün an, die Sonnenflecken tanzten im Gras und der Homsa fühlte sich geborgen. Er erkannte den Duft des Flieders. Den ganzen Weg zum Holzschuppen lief er und dort kam ihm ein anderer Geruch entgegen. Ein Geruch nach altem Papier und Angsthaben. Der Hemul saß auf den Stufen des Schuppens mit der Axt im Arm. Sie hatte mehrere Scharten in der Schneide, denn er hatte auf Nägel gehauen. Homsa Toft blieb stehen. »Das ist der Hemul«, dachte er. »So sieht er aus.« Der Hemul schaute auf. »Hallo«, sagte er. »Ich dachte, es sei der Mumienvater. Hast du eine Ahnung, wo sie alle hin sind?« »Nein«, antwortete der Homsa. »Das Holz ist voll Nägel«, erklärte der Herr der Hemul und hielt die Axt hoch. »Alte Bretter, Strandgut und voll Nägel. Schön, mit jemandem reden zu können. Ich bin hergekommen, um Ruhe zu finden«, fuhr der Hemul fort, »wie man eben zu alten Bekannten kommt.« Er lachte und stellte die Axt in den Holzschuppen. »Hör mal, Homsa«, sagte er, »nimm doch das und bring alles in die Küche, damit es dort trocknen kann. Staple es schichtweise auf, so und so, dann gehe ich hinein und koche unterwegs Kaffee. Die Küche ist dort rechts, auf der Rückseite.« »Ich weiß«, antwortete Toft.
Der Hemul ging zum Haus hinauf und der Homsa Toft fing an, das Holz zusammenzusammeln. Er konnte erkennen, dass der Hemul nicht daran gewöhnt war, Holz zu hacken, aber es hatte ihm wahrscheinlich Spaß gemacht. Das Holz roch gut. Der Hemul brachte das Kaffeetablett in den Salon und stellte es auf den ovalen Mahagonitisch. Den Morgenkaffee gab es immer auf der Veranda, sagte er, aber den Besuchskaffee hier im Salon, für solche, die noch nie hier gewesen sind. Die Stühle waren mit dunkelrotem Samt bezogen, an der Lehne hatte jeder Stuhl ein kleines Spitzendeckchen. Der Homsa schaute sich in dem schönen, ernsten Zimmer scheu um. Er wagte nicht, sich hinzusetzen. Die Möbel waren zu fein. Der Kachelofen reichte bis an die Decke und war mit Kienapfelmuster verziert. Er hatte eine Klappenschnur, die mit Perlen bestickt war, und blanke Messingtüren. Die Kommode war auch blank, mit einem vergoldeten Griff an jeder Schublade. »Na, willst du dich nicht setzen?« fragte der Hemul. Der Homsa setzte sich auf die äußerste Stuhlkante und er starrte das Porträt über der Kommode an. Es stellte jemanden dar, der ganz und gar grau behaart war und dicht beieinander liegende, zornige Augen hatte und einen Schwanz. Die Schnauze war ungewöhnlich groß. »Das ist ihr Ahne«, erklärte der Hemul, »aus der Zeit, da sie hinter Kachelöfen wohnten.« Homsas Blick glitt weiter zur Treppe hin, die ins Dunkel der leeren Dachwohnung verschwand. Er schauderte zusammen und sagte, »Ist es in der Küche wärmer?« »Ich glaube, du hast recht«, sagte der Hemul, »vielleicht ist es in der Küche gemütlicher.« Er nahm wieder das Tablett und sie verließen den verlassenen Salon. Den ganzen Tag über sprachen sie kein Wort über die Familie, die weggefahren war. Der Hemul wanderte im Garten umher, harkte das Laub zusammen und redete über alles Mögliche, was ihm so gerade einfiel. Und der Homsa ging hinter ihm her und sammelte das Laub in einen Korb und sagte kaum etwas. Für einen Augenblick stand der Hemul vor der blauen Glaskugel des Vaters und schaute hinein. »Gartenschmuck«, sagte er, »als ich klein war, pflegten sie versilbert zu sein.« Und dann harkte er weiter. Der Homsa Toft sah sich die Glaskugel nicht an. Er wollte sie erst betrachten, wenn er alleine war. Die Glaskugel war der Mittelpunkt des Tales und sie spiegelte immer alle wieder, die hier wohnten. Wenn es noch jemanden von der Familie hier gab, dann musste er es in dem dunkelblauen Ball aus Glas sehen können. Bei Einbruch der Dämmerung ging der Hemul in den Salon und zog die Wanduhr des Vaters auf. Sie begann sofort, wie besessen, zu schlagen, hastig und ungleichmäßig. Danach ging sie. Nun tickte die Uhr wieder, stetig und ganz ruhig. Der Salon war ein lebendiger Raum geworden. Der Hemul ging ans Barometer, ein großes, braunes Mahagoni-Barometer voller Verzierungen. Er klopfte dran und sah, dass es auf unbeständig stand. Danach ging der Hemul in die Küche und sagte, »Es kommt allmählich in Ordnung. Jetzt machen wir uns ein neues Feuer und ein bisschen mehr Kaffee, nicht?« Er zündete die Küchenlampe an und fand in der Speisekammer Zimtzwieback. »Das ist echter Schiffszwieback«, erklärte der Hemul. »Es erinnert mich an mein Boot. Iss, Homsa, du bist zu dünn.« »Vielen Dank«, sagte der Homsa. Der Hemul wurde guter Laune, beugte sich über den Küchentisch und sagte, »Mein Segelboot ist ein Klinkerboot. Gibt es überhaupt etwas Schöneres auf der Welt, als im Frühling ein Boot ins Wasser zu setzen?«
Der Homsa fuhr mit dem Zwieback im Kaffee herum und sagte nichts. »Man wartet und wartet«, sagte der Himul, »dann endlich zieht man die Segel und auf und fährt los.« Der Homsa schaute den Himul unter seinen Stirnfransen an. Schließlich sagte er, doch.« Der Himul fühlte sich plötzlich seltsam verlassen, weil es so still im Hause war. Er sagte, »Man schafft nicht immer alles, was man möchte. Hast du sie gekannt?« »Doch, die Mutter«, antwortete der Homsa Toft. »Die anderen sind für mich ein bisschen verschwommen.« »Für mich auch«, rief der Himul und freute sich, dass der Homsa endlich etwas gesagt hatte. »Ich habe mir sie nie so genau angeguckt. Es gab sie einfach nur, nicht wahr?« Er suchte nach Worten und fuhr zögernd fort. »Es gab sie nur einfach wie etwas, das es immer gibt, wenn du verstehst, was ich meine. So wie Bäume, nicht? Oder Sachen.« Der Homsa igelte sich wieder ein. Nach einem Weilchen stand der Himul auf und sagte, »Vielleicht sollte man schlafen gehen. Morgen ist auch noch ein Tag.« Er zögerte. Das schöne Sommerbild von dem südlichen Gästezimmer war verschwunden. Jetzt sah er nur die Treppe, die in das dunkle Dachgeschoss mit den leeren Zimmern hinaufführte. Der Himul beschloss, in der Küche zu schlafen. »Ich gehe ein bisschen raus«, murmelte Toft. Er schloss die Küchentür hinter sich und blieb auf der Treppe stehen. Draußen war es kohlschwarz. Der Homsa wartete, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Dann ging er langsam durch den Garten. Aus der Nacht strahlte ihm ein glänzend blauer Farbfleck entgegen. Nun war er an der Glaskugel und schaute hinein. Sie war tief wie das Meer und in ihr strömten lange, wogende Dünungen. Der Homsa schaute tiefer und tiefer in sie hinein. Er wartete geduldig. Schließlich entzündete sich tief innen im Blauen ein kleiner, schwacher Lichtpunkt. Er leuchtete auf und verschwand, leuchtete auf und verschwand. In regelmäßigen Abständen, gleich einem Leuchtturm. »Wie weit weg sind sie?« dachte Toft. Die Kälte kroch ihm an den Beinen hinauf, doch er blieb stehen und starrte das Licht an, das kam und ging und kam und ging, so schwach, dass man es gerade noch bemerken konnte. Er fühlte sich von ihnen betrogen. In der Küche stand der Himul mit der Lampe in den Pfoten und hatte nicht die geringste Lust, eine Matratze vorzusuchen, einen Platz dafür zu finden, sich auszuziehen und zuzugeben, dass aus dem Tag Nacht geworden war. »Wie ist das möglich?« dachte er verblüfft. »Ich bin doch den ganzen Tag so fröhlich gewesen. Was ist so einfach gewesen?« Während der Himul dastand und grübelte, öffnete sich die Verandatür. Jemand ging in den Salon und warf einen Stuhl um. »Was machst du dort?« fragte der Himul. Niemand antwortete. Der Himul hob die Lampe hoch und rief, »Wer da?« Eine Stimme, die sehr alt war, antwortete geheimnisvoll, »Das werde ich dir nicht sagen.«